hört mir ein bisschen besser. Oh Gott. Verteidige dich, mein Gott. Ja, jetzt muss ich schon ein bisschen... Wenn es blutet, töten wir es. Ich muss auch auf meine Verteidigung aufpassen. Nicht, dass ich jetzt wie jetzt gerade so fast getötet werde. Und der Hardcore-Modus von dem Spiel, ja, stirbst du mal? Der Hardcore-Modus von dem Spiel ist einfach, ist alles Härte und so. Und man regeneriert kein Leben, wenn man normal nichts macht. Dazu muss man Sachen essen oder trinken. Schatz. Yeah, ich habe einen Schatz gefunden. Hey, Schatzi. Achso. Ja, wo ist der Schatz? Ja, such, mein Kleiner, such. Such und finde. Ausgezeichnet. Brav. Auf ganz feiner ist dies. Ein ganz feiner ist dies. Er kommt später ein Knochen. Ein Zombie-Knochen. Oh, oh, oh. Ja, da muss ich mal ein bisschen interagieren, hä? Da muss ich dich mal ein bisschen streichen. Nee, jetzt habe ich das zu kurz gedrückt. Schade. Ja. Ich muss ihn belohnen, geh weg. Von der Klippe stupsen. Ja. Ich weiß, ich bin überhaupt nicht witzig. Nee, sag ich bloß so, ich meine, ich weiß doch, dass ich witzig bin. Ja gut, müsst nicht antworten oder so. Und jetzt ist er, da haben wir schon. Ah, hallo. Ja, wie ihr wisst, ja, sagte ich, dass Kreisel einen Schlag mit einer Nahkampfwaffe benötigen. Tja, das scheint Tier teilweise zu stimmen. Er sagt gerne Tier. Laut diesem Buch braucht man für die blauen Kreisel Nahkampfwaffen. Und um die gelben muss man mit einer Feuerwaffe treffen. Man Magie und die gelben muss man anscheinend mit einer Feuerwaffe treffen. Ha. Glücklicherweise ist in dem Buch auch zu lesen, wo Feuerwaffen zu finden sind. Und diese Waffen, man muss sie gesehen haben, sonst glaubt man es. Ich will welche haben. Bitte kehrt schnellstmöglich zum Unterschlupf zurück. Gerne. Und da bin ich schon. Also hat euer Vater euch die fraglichen Waffen hinterlassen. Yeah. Wie das Schwert und der Hammer entwickeln sich diese Waffen durch Benutzung und werden gefährlicher. Nee, also da will ich schon das große Ding haben. Schaden an und erhalten andere unglaubliche Effekte. Und den nimmt den Zerbrösler. Zerbrösler. Ja, nee, ich muss den schon der Zerbrösler nennen. Sonst macht's ja keinen Spaß. Der Zerbrösler. Zerbrösler, okay. Ausrüsten. Der Zerbrösler. Ja, das gefällt mir schon mehr. Niemand wird sich euch nähern können, wenn ihr es nicht wollt. Benennen in der Vernudler. Probiert es in der Zwischenzeit aus. Oder Geheimnisse es in sich. Illidans Zwillingsklingen. Die könnt ihr auch mal umbenennen, aber das wird nämlich. Ausrüsten in der Vernudler. Ja. Cool. Und jetzt von hier aus wieder Escape drücken, um eure Fernkampfwaffe abzufeuern. Hey, cool, Mann. Ich habe mich jetzt gewiss, also mit Absicht über das Ding entschieden. Wow. Leck mich am Arsch, ey. Der hat's aber drauf, die Waffe. Da mach ich jetzt ihn so. Ja, halt den Lauf fest und dann BÄM! Also ich finde die cool. Weil die Pistole... Die Pistole wäre gewesen, schnell schießen und so und schnell nachladen, aber halt wenig Schaden. Und das ist mit dem Gewehr nicht so, da kann man schnell, da kann man langsam schießen. Hat aber auch deutlich mehr Schaden, also... Gefällt mir das mehr. Ja, ganz einfach, drei Schüsse kommen hier. Was jetzt unglaublich wäre, das wäre, wenn ich mir Munition kaufen müsste. Das wäre echt so unglaublich cool. Das wäre echt voll scheiße, Hardcore. Ey. Autschi, 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 au. Das habe ich jetzt versaut, ja. Das habe ich schön versaut. Na, wenn's hilft, ne? Warum auch nicht? Es gibt natürlich auch andere Zauberhandschuhe. Es gibt zum Beispiel den Forsthandschuh. Dann gibt's noch den anderen, den ich gerade vergessen habe.
Keine Ahnung, es gibt eine Menge Handschuhe, mein Gott. Also man kann auch, wenn man das auf der Siegerstraße ausbaut, kann man sich sogar zwei Handschuhe anziehen gleichzeitig. Dann kombinieren sich die beiden. Und das ist cool. Das bleibt nicht. Ich dachte, ein Fable 1 ist immer stehen geblieben. Ich hoffe, die töten mich jetzt nicht oder so. Ja, nimm's einfach, wurscht. Was ist er? Ah, ich habe dreimal die Zeit verlangsamen gefunden. Cool, ich kann die Zeit dreimal verlangsamen. Gut, weiter geht's. Na, das ist cool, dass das so voll... Das Gewehr gefällt mir wirklich, das ist schön gemacht. Ist da hinten irgendwo ein Schatz oder so? Ist mir gewohnt, dass immer hinter der Kurve ein Schatz ist, aber diesmal ist es bloß eine Kurve. Die hinter der... Ah, da haben wir doch einen Grabungsort. Wusste ich's doch. Und wo ist der Grabungsort, bitte? Bestimmt ist er da. Komm, sag mir, dass er da ist. Ich will graben. Ja, graben. Ist bestimmt irgendwas ganz Cooles oder Großes oder so. Sie haut da 5 Schaufeln, 3 Tonnen Erde weg und dann findet sie den Zeitverzögerungstrank. Na klar, den entdeckt man ja auch leicht. Also doch, den entdeckt man wirklich sehr leicht. Ach nein. Das mache ich jetzt mit Absicht so. Ist doch auch schnell, was haben sie denn? Mein Gott. Ja, die kam ja voll bashed, die Zombies. Ich würde gerne selber zielen können, das wäre cool. Und leuchtet. Leuchtet. Hey, der schläft immer noch, jetzt ist er tot. Ich will da nicht sterben. Also jetzt kann man nicht sterben, das ist... Ich glaube, jetzt kann man nicht sterben, ja. Aber man kann später sterben, wenn man halt aus dem Level... Das ist das Tutorial-Level. Wenn man aus dem Tutorial-Level draußen ist, dann kann man bestimmt sterben. Ich hab's wirklich alles gemacht, also. So, jetzt, geht's hier mit dem Schwert weiter. Yeah. Haha, abgeblockt und angesteckt und aufgeschlitzt worden. Und wenn man so Nahkampfangriffe, also wenn man Dinger... einsteckt, also Angriffe einsteckt, dann bekommen wir auch Narben. Das ist auch wirklich sehr interessant. Ich finde alles interessant, weil Fable ist einfach, boah. Man könnte stundenlang sabbern, wenn ich das spiele. Einfach bloß den Namen ausspreche, könnte ich schon sabbern. Haben wir da irgendwas, eine Truhe oder so? Nö, Kiste, auch nichts. Ah, da hinten ist anscheinend ein Reliquien und unser Bildschirm ist schon verdammt rot, hey. Das hat bestimmt nichts Gutes zu heißen, aber ist ja egal, ist der Tutorial-Level. Die Spieluhr aufheben, ja. Wow. Ihr habt euch gut geschlagen. Tretet ins Licht. Tretet ins Licht. Gerne. Ihr müsst noch einiges. Ach, die Siegesstraße wieder. Ist schon jetzt Nummer 2 Siegesstraße? Ich weiß ja nicht. Ich will alles aufmachen. Cool. Gratuliere, Heldin. Die Berührung des Gildensiegels hat gezeigt, was ihr werden könnt. Dass ihr die Spieluhr habt, zeigt, was ihr bereits seid. Aufgezogen. Nur eine Heldin konnte dies schaffen. Wow, 76 haben wir jetzt. Welche Kraft ihr besitzt und welches Potenzial. 76 Gildensiegelpunkte. Aber ihr habt erst den ersten Schritt auf eurer Reise getan. Albion ruft nach einer Revolution und jemandem, der sie anführt. Anhänger für eure Sache zu finden wird schwer. Sie gegen Logan zu führen, weil nämlich im ersten Teil war Theresa die Schwester des Helden. Für seine Taten bezahlen. Hier geht es nicht um eine persönliche Fehde. Solange euer Bruder auf dem Thron sitzt, ist Albion in großer. Und deswegen sind wir jetzt die Tochter von und dem Helden aus dem ersten Teil. Denke ich mal. Annehmen. Ey. Ja. Gedrückt halten. Und was zeigt die mir jetzt? So, 27 oder was? Wow! Albion ist mein. Seine Städte beugen sich mir oder werden brennen. Seine Berge neigen ihr Haupt oder werden zerfallen. Berge? Albion ist mein. Und du sein bist Volk voll ist mir treu ergeben oder stirbt. Nur ich alleine werde über seine Zukunft entscheiden.
Ich weiß, was ich tun muss. Und nichts wird mich aufhalten können. Nothing. Wir werden größer. Und wir werden noch stärker sein. Ganz gleich, welche Opfer dafür auch nötig sein werden. Du bist voll hässlich. Albion ist mein. Ich würde es lieber zerstören, als es aufzugeben. Du bist immer noch hässlich. Und immer noch. Okay. Wenn ihr an der Notwendigkeit einer Revolution gezweifelt habt, war das eure Antwort. Unter der Herrschaft eures Bruders wird das Reich untergehen. Jo. Jetzt müsst ihr euren ersten Verbündeten finden. Ihr könnt keine Rebellion ohne Anhänger führen. Ah. Sabine ist ein guter Mann. Sabine. Sein Volk ist stark. Ja klar. Dies ist die Siegesstraße, der mystische Pfad, den ihr auf eurem Weg zum Thron beschreiten müsst, um eine legendäre Heldin zu werden. Mit den Gildensiegelzeichen, die ihr durch das Besiegen von Feinden, das Interagieren mit Mitmenschen und durch Quests verdient, könnt ihr Thron auf dieser Straße freischalten. Alle Thron freizuschalten ist schwierig, also setzt eure Gildensiegelweise ein. Okay. Ich habe 76, wie viel kostet das? 20. Richtet mir den Nahkampfwaffe mehr Schaden an. Was haben wir da? Färbemittelpaket. Färbt die frisch die Garderobe-Heldin farblich auf. Die Haare rot, blau, grün oder grau färbt. Nein, was ist das? Freunde-Ausdrucksmittel. Lernt die Ausdrucksmittel pfeifen, Heldenpose und plaudern, damit euch die Leute mögen. Na gut. Was haben wir da? Fernwaffenstufe, okay, ist auch mal. Also rechts ist gut. Rechts ist immer sehr gut. Vermieterpaket. Werdet Albions größte Vermieterin, indem ihr lernt, wie man Häuser kauft, vermietet oder dekoriert. Zwei Gildensiegel. Ja, das ist ja gar nichts, ne? Und was ist das? Schockzauber. Wow. Schockzauber ist nicht schlecht, aber das kostet so viel. Also, ich würde mal sagen, wie viel kostet das da? Zwei. Ja, komm, zwei Gildensiegel, die sind gar nichts. Also, komm jetzt da. Zwei Gildensiegel. Also, komm, hey. Und auch nochmal das Vermieterpaket auch für zwei Gildensiegel kaufen. Kistengroßmeister. Es gibt insgesamt 48 Kisten. Ach, zwei. Ja, komm, wenn es zwei Dinge kostet, dann ist mir egal, hey. Also, bitte, ich will ja auch Erfolge machen. Jo. Da haben wir die Nahkampfwaffen. Wir haben 70, also wir könnten drei uns kaufen. Entweder Fernwaffen, Nahkampfwaffen, Magie oder den Schockzauber. Aber der kostet 40, also nehmen wir erstmal die ersten drei hier. Ich nehme jetzt alle, einfach alle. Und dann nächstes Mal nehme ich die andere ganz hinten, dass ich den... Oder vielleicht brauche ich die noch gar nicht. Wow. Mein Schwert ist cooler geworden und länger. Ich glaube, ich spinne ein bisschen, hä? Wow, mein Schwert ist voll lang. Jetzt ist es cool, mein Schwert. Fernwaffen, was ist jetzt das? Wie schaut jetzt das cool aus, wenn ich das jetzt verbessere? Yeah. Bam. Na, schaut doch schon mal ganz nett aus, ne? Und jetzt muss ich ja die 20 Gildensiegel für Magie ausgeben. Oder ich behalte die für den Schockzauber. Das wäre dann ein weißer Handschuh. Aber ich glaube, ich behalte mal den 30 jetzt mal. Weil Magie setze ich bis jetzt noch nicht so oft ein. Aber na gut, das sehen wir dann schon. Siegelstraße verlassen. Yo. Hey. Entschuldigung. Der Linke hat ja coole Zähne. Der ganz Linke. Brightmoor. Ja, ich gebe jetzt das Ding ab und dann höre ich auf für heute. Ich bin vor dir. Es ist geschafft. Schon. Das ist ein Grund zum Jubeln. Jubel. Albion hat wieder eine Heldin. Heldin. A Hero. Falls ich je nützlich sein kann, wäre es eine Ehre, euch zu... Naja, auf jeden Fall. Du bist ja auch cool, ne? Bist du cool? Euer Erfolg war gewiss, Madam. Madam. Jetzt habt ihr den Beweis für euren Heldenstatus. Und ich glaube, Walter hat Fortschritte mit dem Söldnerproblem gemacht. Na, das freut mich doch für Walter. Er wartet vor der örtlichen Taverne auf euch. Mhm. Aber ich will, wenn ich es schaffe, gehe ich erst...